So, mal gucken, wie das Ganze heute läuft. Ich zeige euch auch mal den Shadow Raid auf. So. Also, ich spiele generell immer auf. All about stealth. Gates want you to sign up the enter the depot. Grab what you can and get out. The important part, do not set off the alarm. Always be prepared. Also, consider it. Wir benötigen einmal die Thermalpaste zum Aufschmelzen. You'll find this exactly where you requested it to be. Und ich setze mir immer noch einmal die Leichensäcke. So, hier nehme ich einen extra Loot Drop-Off Point. Und dann setze ich mich hier an das Pier. Es gibt auch noch die Backsupline. Allerdings ja, nehme ich die ungern, weil die ist ein bisschen buggy. Ich habe es schon zweimal gehabt, dass meine Tasche nicht gezählt wurde, obwohl sie auf dem Schiff gelandet ist. Und deswegen nehme ich hier einen Loot. So. Loud, and I'll have to pull you out fast. The main gate is the quickest way in, but probably watched. Maybe other ways in? So, ab und zu dreht sich der hier um und dann sieht er uns, deswegen hier immer schön an der Wand entlang laufen. So, hier gibt es auf Todeswunsch eine Wache. Und den muss ich mich leider entledigen, ansonsten sieht er nämlich, wie ich die Taschen runterschmeiße. Ah, Mist, die habe ich jetzt übersehen. Ja, einmal Neustart. The driver's gonna bail. Make sure you're with him. Das war ein Consider Fehler. The punishment. And yes. Yes. Ach, I'll make sure it's done. My chosen associate will go to... It is done. Your attention to detail is astounding. Excellent. Time to put it to the test. Loadout passt soweit auch. Almost there, gang. Get those clown masks on. Now let's get rich. I don't think that was anything at all. Den hätten wir schon mal weg. Das war knapp. Ich hab natürlich jetzt mal umliegen lassen. Ist das Leben schön. So, im Keller, beziehungsweise in der Kanalisation sieht man eigentlich nie etwas. Und jetzt zeige ich euch, wie man den Kamerafritzen ausschaltet, worauf man da achten muss. So, erstmal hier oben steht keine Wache, perfekt. Look around, search the murky water containers. Just grab any valuables you can. Kann man hier gleich wieder runterspringen? Eigentlich
hier muss man rein. Allerdings, wenn man hier aufmacht, dann kommt die Wache auch raus. Also Vorsicht. Man kann auch oben über diese Treppe gehen. Allerdings, ja, kürzester Weg erstmal. Ah, jetzt haben wir da oben auch eine Wache. So, war ganz gut, dass wir uns beeilt haben. So, normalerweise steht hier gleich einer. Ja, da steht er auch. Da haben wir schon mal eine Kamera. So, kann sein, dass der uns jetzt... Ja, der sieht uns. Das läuft allerdings weg. So. Darum haben wir die kleine Wache hier platt gemacht. Hier, denn die hätte uns unsere Taschen gesehen. So. Einfach mal schnell hier reinsprinten. Hoffen, dass hier keiner ist. Wenn hier nämlich jetzt einer gewesen wäre, den hätten wir jetzt entweder platt machen oder ignorieren müssen. So, hier liegt auf jeden Fall schon mal eine Brechstange. Man kann hier auch, ich zeige das mal, theoretisch diese Tür aufknacken. Die hier. Aber dann kann es passieren, dass wenn hier jemand patrouilliert, der die Leiche später sieht. Deswegen gehe ich immer zu dieser Tür hier. Those murky water containers are brought directly from the world hotspots. Crack them open. They'll be your best bet for loot. Ich weiß nicht, Bane ist irgendwie der einzige Charakter, den ich absolut nicht leiden kann. So. Damit werden die Kameras erledigt. We have some mighty big rats. So. Den kann man hier liegen lassen, die Tür ist zu, deswegen sieht ihn keiner. Wir benötigen die Schlüsselkarte. So, jetzt müssen wir jetzt hier vorsichtig wieder zurücktasten. Hier ist keiner drin. Hier liegt allerdings auch kein Loot. Normalerweise kann man hier oben recht viel Loot abgreifen. So, hier kommt auch erstmal keiner. Hier ist nichts drin. Hier liegt auch nichts. Hier liegt nichts, hier liegt nichts. Liegt hier irgendwas? Hier vorsichtig, weil hier ist die Treppe, wenn hier eine Wache runterkommt. Oh, hier liegt nichts, hier ist nichts. Selbst der Server ist nicht da. Oh ja, Wahnsinn. Gut. Nachdem ich alleine bin, kann ich auch die Vault unten eigentlich nicht öffnen. Das heißt, ich kann jetzt nicht hier rein. Und wir haben nichts. Ah, klasse. Da ist das Bild. Mal gucken, ob ich nachher noch an eine Karte rankomme. Fürs Erste muss es jetzt mal reichen. So, und damit werden die Kameras aus. Das heißt, hier oben wären wir eigentlich fertig. So, was haben wir hier unten? Hier kommt schon eine Wache. Das heißt, auf Wiedersehen. Wie gesagt, damit wären wir hier oben fertig. Oh. Was haben wir denn hier? Alright. So, wenn hier leider ist, steht hier unten meistens keine Wache. Außer auf Todeswunsch. Hier haben wir eine Wache. Also war es das auch hier. So, einmal hier rauf. Einmal hier auf die Reifen. Und man überlebt auch alles. So, aber hier haben wir keine Wache. Das ist ganz praktisch. So, dann sacken wir erstmal das hier ein. Rein, so. 410.000. Punkt Nummer 1. Das hätten wir. So, es gibt noch einen schönen Trick, dann kann man die Thermalpaste verdoppeln. Zeige ich irgendwann später zusammen mit Spielern. So, das ist wichtig, wenn ihr aus einem Gully hochsteigt, immer verdammt aufpassen.
Wenn hier nämlich irgendeine Patrouille vorbeiläuft, kann es passieren, dass ihr sofort entdeckt werdet und das Spiel ist vorbei. Genau. So, dann haben wir hier einmal. Illegal, untraceable weapons. This is what Cage is all about. Dann haben wir hier den Koks. Rein damit, nachdem hier jetzt eine Wache kommt, zwei Wachen kommen, sind wir hier erstmal weg. Jetzt sage ich aber mal, was gemeint ist. Jetzt schaue ich hier so ein bisschen raus. So, der läuft hoch. So, die andere Wache. Oh, okay, das ist weg. Die ganze Kiste mit Kokain. Und weg damit. Ah, 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 da war eine Wache. Da ist die Wache, genau. Got one over here. Und die können uns sehen. Das ist nicht nett. Zivilisten haben meistens eine Karte, können wir nachher mal gucken. Two card reader with a 10 second time lock? You can bet they're holding some serious hardware in that vault. Hier eine und ein Artefakt. Yes. There's only one place I can sell that. Marrakesch. So, hier ist die Vault. Der Safe, den können wir leider noch nicht aufmachen. Dafür brauchen wir zwei Leute. So, aber... Und safe. So. Das war Glück. Normalerweise liegen die nämlich ganz weit hinten. So, dann haben wir hier noch einen. Eine schöne Wache. Schön in Deckung gehen. Das war leer. Zum Glück sind die Dinger hier aus. Kokain. Nice. So. Was sind wir hier drin? Nochmal Kokain. So, jetzt hier immer aufpassen. Hier ist nämlich eine Wache. Guard over here. Und der bleibt erstmal stehen. Das heißt, hier können wir nicht rein. We're invisible. So. Läufst du jetzt weiter oder bleibst du da stehen? Also, sobald er uns den Rücken zudreht, können wir eigentlich rein, aber immer schön in Deckung bleiben. Rein damit. So, das Koks krallen wir uns auch noch. Hier ist keiner. Rein damit. So, jetzt haben wir noch zwei Kisten übrig und die sind eigentlich recht haarig. Gesehen, da ist ein Zivilist runtergelaufen. Hier ist keiner. Ganz vorsichtig und sobald der Sensor ausschlägt, sofort weg. Gold. Ja, damit immer schön den sicheren Weg, weil hinten kann euch keiner sehen. Ich weiß, es ist ein Umweg, aber wenn hier gerade keiner runterkommt, seid ihr hier eigentlich recht safe. Weil nämlich auch keine Wache hier hinten patrouilliert. Das heißt, theoretisch könnt ihr euch hier hinten schön verstecken und mal aufs Klo gehen. So, hier haben wir auch wieder keine Wache. Hier ist keine Wache. Das passt. So. Nächster Sack. Und jetzt versuchen wir mal das letzte zu kriegen. Ja, da haben wir einen. So, das Schöne ist, das ist ein Zivilist. Das heißt, hier ist auch keine Wache. A professional doesn't need to kill those people, you know? Und eine Wache. Ui, 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 ui. Das war jetzt ein Fehler. Beinahe. Ja, Wachen reagieren sehr, sehr, sehr sensibel auf Taschen. Egal ob Personen oder Loot drin ist. Watch out, guys. Das heißt, immer aufpassen, dass ihr nicht versehentlich G statt F drückt. So, was ein gutes Versteck ist, ist wie gesagt hier hinten. Oder was auch sehr, sehr gut ist, ist hier. Weil hier kann euch eigentlich auch keiner sehen. Das sind so die zwei Verstecke hier im Lagerhaus, wo man eigentlich recht safe ist. So, wir gucken mal. Guard, geht da hoch. Stay clear. Gibt auch keine andere Wache. Da Watch steht out, guys. Noch eine. So, damit hätten wir eigentlich das Warenhaus leer gemacht.
Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Taschen. Halt, stopp, nein, nachdem ich hier Person trage, müssen wir nochmal rauf. So, hier haben wir den Invisible. Der geht weg. Hoffen wir mal, dass wir hier nicht noch einen reinrennen. Nein, das war der. Perfekt. Huhuhu, das war knapp. Das war höllisch knapp. Immer schauen vor dem Rennen. Na, ich kann ihn auch nicht mehr sehen. Jetzt stay clear. So. Jetzt sehe ich den nämlich, wo der steht. Bitte lass es kein Artefakt sein. Oh, let's use banknotes from our allies overseas. There's one. Das heißt, wir bleiben hier schon in Deckung. So, damit hätten wir das Lagerhaus auf jeden Fall leer. Jetzt habe ich auch noch die... Ui, da ist noch einer. So, wie gesagt, oben im ersten Stock haben wir jetzt noch das Bild. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Taschen, glaube ich. Den Rest müssten wir eigentlich draußen finden. Hoffentlich. There's a guard here. So, ja. Und der hat sich jetzt wohl niedergelassen. We're invisible. Na komm. Verschwind, Kleiner. Na, Alter. We're invisible. Das ist jetzt halt scheiße. Theoretisch könnten wir auch über den ersten Stock hier raus. Aber bisher bin ich da jedes Mal irgendwie in eine Wache gerannt. Von daher lassen wir das lieber mal sein. They haven't spotted us. So. Guard over here. Watch it, guys. Na also. Und schon geht er weg. Ah, bleibt noch mal stehen. So, der geht weg. Hier haben wir eigentlich auch keinen mehr. Jetzt hoffen wir mal, dass der hier nicht noch Versteckung mitbringt. Nö, der ist weg. Gut. Das heißt, wir können hier jetzt dann die Beine in die Hand nehmen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Taschen. Eine habe ich auf dem Rücken, sind 8. Und eine haben wir schon, sind 9. Auf Overkill werden wir jetzt fertig. So, aber bei mir fehlen noch 3 Taschen. So, das wird so ein bisschen langweilig, Taschen zurückzutragen. Besonders das Artefakt, weil damit sind wir nämlich, wie gesagt, elends langsam. Aber das Artefakt bringt auf Todeswisch dafür auch mindestens 1 Million. So, nächstes. Koks, mit Koks kann man schön rennen. Koks und Schmuck sind die einzigen Taschen, mit denen man übrigens rennen kann. So, okay. Nochmal Koks. So, rein theoretisch, wenn ich jetzt noch eine Thermalpaste hätte, könnte ich hier aufschweißen und könnte die Taschen, ich zeig's mal, hier die Treppe hoch, hier außen rum und dann hier hinten zu meinem zweiten Lootpoint, der noch 20 Meter entfernt ist. Aber ich hab's verkackt. So, Artefakt, man sieht's langsam. Oh, wir haben ja noch ein Bild im ersten Stock, das heißt, wir sind schon bei 10 Taschen. Es gibt übrigens ein Achievement, wenn man den Server, das Bild, die Rüstung, die Rüstung ist übrigens in der Vault, wenn man das alles klauen kann, dann herzlichen Glückwunsch, Sie kriegen ein Achievement. So, nächstes, nochmal Koks. Heieiei, da habe ich ganz schön viel Schnee bestellt. Wir haben diese Wache platt gemacht, wir haben den Kameramann platt gemacht und wir haben den Kameramann, das heißt, wir haben noch 2 Pager übrig. Das heißt,
theoretisch könnte ich, wenn ich jetzt noch einen Zivilisten ausschalte, nochmal zwei Karten kriegen. Ich probiere es einfach mal. Der Grund, warum ich das alles hier vorschleppe, ist, ich kann es zwar auch hochbringen, nur sobald ich es hochtrage, besteht wieder die Möglichkeit, dass es irgend so eine Wache sieht. Und das Risiko möchte ich einfach nicht eingehen, deswegen lasse ich es hier unten liegen. Ich trage das dann nachher alles Stück für Stück nach oben. So, eins von den beiden war das Artefakt. Das war das hier. Wahnsinn, das Artefakt kann man nämlich auch nicht werfen. Kann man mit Gold sogar noch schneller schmeißen. Weil ich das auch irgendwo lustig finde, mit Gold kann man schneller laufen als mit Koks. Als mit einem Artefakt. So, das legen wir mal hier in die Ecke, dass wir das auch wissen, dass das was Langsames ist. So, jetzt kommt der unbequemste Teil, das Artefakt zu schleppen. Tja. Ich kann euch ja mal währenddessen den Thermalpastentrick erklären. Und zwar, man kann die Thermalpaste kaufen, das ist die, die ich am Anfang genommen habe. Und man muss mit seinem kompletten Team eine Zeit ausmachen. Zum Beispiel 15 Sekunden nach Spielbeginn, wenn diese Spieluhr oben in der Mitte, die jetzt gerade auf 18 Uhr auf 19 Minuten hochtickt, wenn diese Uhr 0.15 oder 0.14 anzeigt, kann man dann gleichzeitig auf die Taste F drücken und sich gleichzeitig eine Thermalpaste nehmen. Und dann kann es... Ah, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Der hat mich jetzt, hätte mich jetzt gesehen, wenn ich nicht geduckt gelaufen wäre. Wie gesagt, und nochmal. Toll. Und wenn man gleichzeitig F drückt, kann es durch den Desync passieren, dass man eben statt 2... Das nenne ich mal gute Beute. Wenn man gleichzeitig F drückt, kann es passieren, dass man eben statt 2 Thermalpasten 4 bekommt. Und dann kann man alle Gitter aufmachen und ja, dann geht das Ganze erheblich leichter vonstatten. So, 2. Gewöhnt euch das am besten an, Wachen immer zu markieren. Oh, knapp 600.000. Für Gold? Bei dem Goldpreis momentan? Eigentlich recht wenig. Und bitte, bitte, bitte nehmt keine Bodybags mit. Ich hatte das Problem schon mal bei einem Mitspieler, der dann die Bodybags in den Van geschmissen hat und sich dann gewundert hat, warum er hier entdeckt wird. Nicht gut. So, mal schön hier an der Wand entlang. Und rein mit 410.000 für Eisenschnee. Ach, Logo. Aber das ist Payday. Man kann unter anderem auch keine Türen zumachen, was ich persönlich richtig bescheuert finde. Koks. Ach ja, dann machen wir unsere ganze Knete mit Koks. Und rein mit. Mann, hat er eine Ausdauer. Ich wünschte, ich könnte so rennen. Ah, Waffen. Geben, glaube ich, 700, 800.000. Mal schauen. Watch out, guys. Watch it, guys. Na? No.
folks. So, dann guck's. Das wäre Tasche Nummer 7. Ich weiß nicht, aber auf normal muss man nur 3 Taschen klauen. Das ist irgendwie, keine Ahnung, rein raus. So, 7. 8. Geld. Minuten 50 Sekunden. Juhu, das wird später ein gigantisches Video. Ja. 307.500 für Geldnoten. Also Leute, ihr wisst, mit Koks macht man mehr Geld und man kann damit sogar noch rennen. So, letzte Tasche, Koks. Ja, damit wären wir bei 9, wie gesagt, auf Overkill wären wir damit fertig. Aber auf Todeswunsch reicht das noch nicht. So, was brauchen wir jetzt? Das Bild haben wir oben noch. Und wir haben noch den Computer. Füllen wir mal meinen Vorrat da auf. Das heißt, wir holen uns jetzt unser Bild. Hier geht's auch wieder. Hier oben steht keine Wache, also kann man hier rüber. Hier kommt keine Wache und hier bitte aufpassen, wenn die Tür aufmacht. Da läuft nämlich eine. So, wir riskieren es mal in die Höhle des Löwen. Wobei, die Wache wird definitiv hier reingehen. Genau. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. So. Rauskommt. So. Ganz jetzt holt mal den Lichtstrahl, wo eine Wache ist. Zuckst du die Kameras aus. Gott, hier kommt keiner. Schlüsselkarte. Schon haben wir das Bild. Das ist übrigens das dritte, mit dem man rennt. Das war verdammt nochmal knapp. Aber richtig. Den hätten wir beinahe killen müssen. So. Got one over here. Jetzt könnten wir es riskieren. Ah, er hat uns nicht gesehen. Perfekt. So. Einmal, zweimal und dreimal. So. Damit hätten wir Päckchen übersehen. So. Diese Wache da hinten möchte ich nicht killen, weil es einfach nur unnötig ist. Man kann nicht so richtig schön entlang schleichen. Damit kann man den armen Kerl leben lassen. Wobei der eigentlich so stinkfaul ist. Ich meine, er verdient seine Kohle mit den Nägelchen und Rauchen. Watch out, guys. So, das ist eine kleine Unannehmlichkeit, wenn man mit dem Haus noch rumlaufen darf. So. Wir knacken jetzt. Ah, watch it, guys. Stehen. Der kommt zum Glück nie weiter als so. Das heißt, wir können uns hier mal... Uha. Und leer. Schade. So, jetzt müssen wir warten. Ah, er ist gerade weggelaufen. Nein, der steht noch da. Uah, das war knapp. So, das ist gut. Mein Brüderchen kommt noch online. Das heißt, wir können nachher mal versuchen, den... There's a guard here. Die Rüstung zu holen. So, der ist auch leer. Na juhu. Wir brauchen noch 3 Taschen. 2 Taschen. So, wie komme ich hier oben hin? Das ist ganz einfach. Man muss nur aufpassen, dass einen keiner sieht. Und
Also, normalerweise ist hier noch ein Brecheisen ab und zu mal. Wir haben Geld. Damit hätten wir eine Sorge weniger. Da ist eine Wache. So, das Schöne ist, wir können jetzt hier rum. Zack, 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 zack. Und können die Wache nicht umgehen. Verdammt, aber wir können... Alright. So, das heißt, wir müssen hier wieder komplett außen rum. Ja, theoretisch. Oder wir müssten zum Van und auf den Van habe ich irgendwie keinen Bock. So, hier steht unser Freund Smokey Man. Hätte ich jetzt Koks, könnte ich rennen. Aber da ich keinen Koks habe, muss ich hier richtig schön langsam an dieser Ecke vorbei, bis Smokey MacPod außer Sicht ist, nämlich jetzt. Und jetzt kann ich wieder so schön außen rumlaufen. Oh, 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 da ist eine Wache auf dem Dach. Der hätte mich jetzt auch beinahe gesehen. Das ist richtig mies teilweise. Die steht nämlich genau da oben. Guckt so schön hier runter. Da läuft er, wenn er noch sieht. Deswegen immer möglichst nah an Wänden entlang laufen. Es sei denn, ja, ist keiner oben. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum ich Smokey MacPod hier am Leben lasse. Denn, ja, normalerweise tötet man bei Schattenraub nur dann, wenn es sein muss. Wenn man gesehen wird, um die Pager eigentlich zu sparen. Wie gesagt, ich habe den einen ganz am Anfang jetzt nur gekillt, weil er eben sonst die Taschen gesehen hätte. Das war sozusagen ein präventiver Kill. So, da haben wir noch so eine hässliche Wache, der jetzt auch wegläuft. Wie gesagt, auf Deathwish ist das Ganze so ein bisschen nervig. Got one over here. Haben wir noch eine Wache. Der läuft hier hinten rum und kommt hoffentlich jetzt... Ja. Da kann ich jetzt nicht lang. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ja, ich sollte aufhören, hier rumzuspielen. Also, ich brauche noch eine einzige Tasche, dann bin ich fertig. Der hätte mich auch beinahe gesehen. Ja, ich sollte aufhören zu spielen. So, nachher werde ich mit meinem Bruder spielen. Der ist genauso verrückt. Bin ich sogar noch verrückter. Aber den hole ich eh noch rein. So, zack. Und zack und zack. Hier ist die zweite Möglichkeit. So, watch it, guys. Don't make a sound. Hier haben wir keine Wache. Got a guard. So. Hier laufen sie eigentlich nicht hinter. Wie kommt man hier runter, ohne sich den Hals zu brechen? Ganz einfach. Zack. Und springt hier auf die Kanister. Das hier ist ein Murky Water. Und wir haben unsere 12. Kiste. So, wie kriege ich die jetzt raus? Ich kann ja eigentlich nicht rennen.
So, hier ist nix. Zwar gibt es hier einen richtig fiesen... Was heißt richtig fiesen? Das ist, glaube ich, das einzige Mal, dass man eine Tasche rausschmeißen kann, ohne Angst zu haben, dass sie gesehen wird. Hier oben aufmachen und einmal rausschmeißen. So. Uiuiui. Da Don't make a sound. Und da haben wir... Na, Wahnsinn. So. Einmal hier auf und... Husch. Und natürlich leer. So. Gut. Das Blöde ist, auch wenn es ein Zivi ist, der wird wahrscheinlich eine Karte haben, an die ich jetzt gerade nicht rankomme. Da steht er. So, das ist der letzte. Und er ist leer. So, jetzt haben wir... Jetzt können wir mal für ein bisschen Ablenkung sorgen. Beinahe freie Bahn haben. Guard, stay clear. Na komm, Kleine, lauf doch. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts, aber der bewegt sich. Das heißt, wir können... Watch out, guys. La 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 la. Ja, Ghost Skillung hat so ihre Vorteile, besonders was das Rennen angeht. Weil ich komme nämlich nicht hier raus, ohne außen rum zu wetzen, oder durchs Haupttor. Aber das Haupttor ist abgeschlossen, da stehen meistens feste Wachen. Von daher müssen wir leider hier durch. Das war jetzt Blödheit. Status normal. Sir? Over? Gemäß dem Motto erst denken, dann reden, der hätte nicht sein müssen. Verdammt. Habe ich noch einen Container offen. Und zwar der hier. Erstmal vorsichtig gucken. Hier ist keiner. So, der hier muss nämlich noch geöffnet werden. Und wir haben Kohle. Doch mal Geld. Damit haben wir 13 Taschen. Von 12 benötigten. 9 und Overkill. Und wir haben noch nicht mal die Rüstung geholt. Die Samurai-Rüstung. Die würde nochmal 4 Taschen geben. Und je Tasche nochmal, ich glaube, 500.000 bis 1 Million. Ja, somit ist der Schattenraub eigentlich recht. Ah, ich bin durch das Feld gelaufen. Verdammt. Nicht durch dieses Gewinnfeld laufen sollen. Aber egal, eine Tasche weniger. So, so stealtht ihr Schattenraub auf Deathwish. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für Fragen, Anregungen einfach in die Kommentare. Ja, und ich schau mal, was ich als nächstes aufnehme.